Nein, das macht mir überhaupt keine Angst. Also ich sage das ja im Film auch an einer Stelle, dass ich keine Angst habe, hier irgendwie accused zu werden, angeklagt zu werden. Und das mag in dem Film als naiv klingen, weil wir wurden ja dann angeklagt, aber man muss das sehr stark unterscheiden, weil juristisch sind wir nach wie vor, haben wir eine weiße Weste. Wir machen nichts, was man uns vorwerfen kann. Im Gegenteil, wir sind juristisch verpflichtet zu retten. Das, was hier an Kriminalisierung passiert, ist ja politisch getrieben. Wir als Juventer mussten uns anfangs noch rechtfertigen und waren in dieser Kriminalisierungswelle wirklich, die ganze Presse hat uns mit den Schleppern in Verbindung gebracht, auch wenn hinterher die Staatsanwaltschaft gesagt hat, naja, der Verdacht ist eigentlich unbegründet, also besteht gar nicht. Also die Kriminalisierung, die hier passiert, ist politisch und auch mit Klaus-Peter Reisch. Wir haben gestern mit ihm gesprochen, weil wir auf der Demo in München waren, wo er auch gesprochen hat. Er fliegt jetzt wieder nach Malta am 30. und der Vorwurf gegen ihn, weswegen er in Malta jetzt vor Gericht steht, ist ja auch nicht bis jetzt die Tatsache, dass er Menschen zur Einreise geholfen hat, sondern es geht hier um die Klassenzertifizierung des Schiffes, es geht um die Registrierung des Schiffes. Also es ist wirklich ein hanebüchen konstruiertes Geflecht hier schon wieder. Es geht darum, dass angeblich die Registrierung in Holland nicht in Ordnung sei. Zu dieser Registrierung wurden nie Geheimnisse gemacht. Wir haben unsere Schiffe sind alle, oder viele sind in Holland registriert, einfach aufgrund der Anforderungen und die es für uns als Organisation das leichter macht, die Schiffe zu betreiben, sind dort eben als Freizeitboote, Pleasurecrafts zertifiziert, was aber eigentlich nur ist, einfach eine Unterscheidung zwischen kommerziell betriebenen Schiffen und nicht kommerziell betriebenen Schiffen. Was ihm hier jetzt zum Vorwurf gemacht wird, ist genau das. Und man sieht also, auch das, da ist politischer Druck dahinter. Er muss sich jetzt hier verantworten für eine Registrierung, die seit Jahren niemanden gestört hat. Und deswegen habe ich nach wie vor auch keine Angst, irgendwo Anklagen zu bekommen. Die AfD-Bundestagsfraktion hat mehrere unserer Vereinsvorstände angezeigt. Das ist ein politischer Kampf, den können wir gerne führen. Juristisch habe ich weiterhin überhaupt keine Sorgen.